Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Wir sind ja gleich fertig, ey. Wir müssen ja eh nur noch die Stereoanlage anschließen und dann kann unsere Sause losgehen. Ja, das wird genial. Ich habe mir extra als Jackson Ripper verkleidet und bin mal gespannt, was die Gysi anzieht. Als was gehst du denn, Mohat? Ich gehe als, naja, ich habe mir gedacht, ich gehe als Mohat. Klasse Kostüm, wa? Ja, naja, aber so wirklich ist das kein Kostüm. Und als was gehen Caro und Jenny? Mohat, Mensch, wo ist denn der schon wieder hin? Hier drüben, hinter der Anlage, hey. Ich muss hier noch was verkabeln, ey, damit die Sounds nachher besser klingen. Also noch mehr Boxen dran? Was hast du denn gefragt, Lenny? Ach, da hinten bist du ja. Aber du sag mal, wo sind denn Caro und Jenny? Und als was verkleiden die sich? Naja, Jenny zieht verkleidet als Kiddo durch die Nacht und zieht alte Omas und Opas auf der Straße ab. Und Caro kommt nachher noch von Oma und Opa. Die ist als Wilma verkleidet. Was? Jenny zieht Leute ab? Krass, aber langsam musst du damit aufpassen. Sie ist ja nun langsam 16 und fällt somit unter das Jugendstrafgesetz. Kann also, wenn sie erwischt wird, belangt werden. Ich glaube, die nimmt keiner mehr fest, ey. Die Jenny schmiert seitdem sie 12 ist das Jugendamt. Die waren vor 3 Jahren hier und wollten 30 Euro mehr Taschengeld für Jenny. Tja, und mit der Polizei ist er auch per Duo. Ich glaube, die hat hier schon sowas wie eine Mafia gegründet. Die Mansage-Mafia, das wäre doch auch mal ein Halloween-Kostüm, Mann. Aber was du da machst, Mohat, hast du dir das ganz genau überlegt? Das ist alles ganz genauestens überlegt. Anlage gab's schon, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Aha, so sieht das Teil aber auch aus. Hey, lass mich da mal ran, ich habe ja nun einen Monat im Tonstudio gearbeitet und kenne mich bestens mit der Materie aus. Okay, Mr. Lenny, Lennon, Ihnen gehört die Bühne. Ich werde mal schauen, ob sich nicht schon irgendwelche Gäste hierher verlaufen haben. Mach dich nur lustig, wirst gleich sehen. Gleich gibt's Top-Sound hier. Aber erstmal rotes Kabel in rote Klinke, schwarzes Kabel in schwarze Klinke. Passt, komisch. Nun habe ich hier noch ein rotes und ein schwarzes Kabel. Toll, ja, einfach toll. Ich geh schon, ey, komm mal, ich bin gleich da, nicht wegrennen, bin sofort da. Hey, Mohat, mach mal das Licht aus. Ich will mal die Partykugel testen. Mal sehen, ob die so solo geht. Ich muss nur schnell unseren Gast reinlassen, ey. Ich bin ja mal tierisch gespannt, wer das ist. Komm rein, Wernerlein. Das wird kalt und außerdem ist draußen Winter. Und komm rein. Werner sieht echt aus wie Michael Jackson. Nach der 400. Gesichts-OP. Nur gut, dass es hier dunkel ist. Und die Partykugel geht auch klasse. Das Partylicht geht. Fehlt nur noch die Musik. Warte, ich mach mal deine Steinzeitanlage an. Das wird eine gute Feier, Alter. Ja, mach mal an. Hey, da kann Werner uns dann ja auch noch einen Moonwalk zeigen. Nee, lass mal, Werner. Du musst denn in den Schritt fassen. Es gibt Dinge, die will ich einfach nicht sehen. So, 3, 2, 1 und... Ganz toll, Lenny. Du Held, ey. Und ich dachte, du kennst dich mit der Sache aus. Und was ist? Nun ist die Sicherung durchgeknallt. Was hast du denn gemacht? Naja, rot in rote Klinke und schwarz in schwarz. Und das insgesamt 4-mal. Na, wenn man nicht alles selber macht, ist doch Lego. Schwarz und rot in rote Klinke und das 2-mal und dann passt das. Pass auf, du steckst die Teile richtig an und ich knall schnell die Sicherung wieder rein. Ach, sei leise, Werner. Trink noch einen Jägermeister, sonst machst du nur wieder Unfug. So, also rot plus schwarz in rot und das nochmal. Okay, Mohat, ist gesteckt. Okay, Sicherung rein und knack. Ey, geht. Echt. Das ist doch echt klasse Sound. Mensch, Lenny, ich wusste, dass du das hinpackst. Aber die Partykugel, die kannst du vergessen, die ist dahin. Lenny, würdest du mal bitte Licht anmachen? Das ist ja ein bisschen dunkel ohne Partykugel und so. Wie soll ich denn das machen? Denkst du, ich habe ein Nachtsichtgerät dabei? Oder meinst du, ich habe Augen wie ein Tiger, Mann? Die können ja auch nachts gucken. Stell dich nicht so an. Hey, von der Anlage 3 Schritte vor und eine links und dann sollte rechts der Schalter sein. Okay, also 3 vor, 1, 2, 3 und 1 nach links. Und naja, denke mal, Beckenhöhe, da hängt der Teil. Wie, Werner, du hast einen Kribbeln in der Magengegend? Hey, du wirst mir doch hier nicht inkontinent werden. Du machst hier nicht hin. Hey, Mohat, der Schalter fühlt sich komisch an. Ich weiß auch nicht. Ich habe schon 2-mal gedrückt, aber irgendwie voll weich. Caro war vor 3 Monaten auf ihrem Kuscheltrip. Alle Schalter mussten mit Fell bedeckt werden, damit ihre Handflächen nicht unnötig gereizt werden. Studenten eben. Ja, so sind sie, die Studenten. Aber bist du sicher, dass die Sicherungen richtig drin sind? Schon 3-mal leicht gedrückt und nichts passiert. Ach, Werner, nicht jetzt, hey. Wirst du noch 3 Minuten durchhalten, Mann. Ohne in die Hose zu machen. Außerdem, pass auf, was du machst, Alter. Mann, auch im Dunkeln merke ich, wenn du Unfug machst. Und du scheinst ja nah dran zu sein. Ach so, nee, die Sicherung ist okay, aber der Schalter klemmt ab und an. Ich hab da einen alten Trick. Ich mach immer eine Faust und knall dann mit voller Kraft davor. Und klapp, macht es Klick und der Schalter geht an. Ach so, okay. Mach ich. Also, aufgepasst. 1, 2, 3 und volle Bulle drauf. Es wäre Licht. Ach du Scheiße, Lenny. Hey, ich glaube, das war ich, war nicht der Schalter. Nee, ich sehe das schon. Ich hab Werners Eier erwischt. Mann, nun hat er Spiegeleier. Nun kann er keine Kinder mehr bekommen. Alter, ey, den hast du aber auch einen mega Schlag verpasst. Der kugelt sich vor Schmerzen am Boden. Und verdreht sogar die Augen dabei. Also ich glaube, nun geht Werner locker als Exorzist durch. Ja, und schau mal, ey. Weißer Schaum kommt auch aus dem Mund. Echt krass. Und ja, besessen sieht er auch aus. Naja, ist alles nicht so schlimm. Der holt sich schon wieder richtig. Ja, wichtig ist erstmal, dass wir wieder Licht und Musik haben. Also, nur noch Bier, dann geht's los. Guter Plan, Lenny. Lass uns mal in die Küche gehen und noch ein
ein Bierchen trinken, ey, ehe die anderen Gäste kommen und alles wegsaufen. Stimmt, stimmt. Aber Werner sieht nicht mehr so aus, als würde er noch was zu trinken wollen. Nee, nicht wirklich. Aber wir können ja für Werner eins mittrinken. Ganz genau. Berlin.